Hallo, ich habe wieder das iPad 4 angeschlossen am Computer, an El Capitan. Und möchte euch schnell, wirklich nur schnell zeigen, wie man auf Notizen eine Diktierfunktion kann machen kann. Und für das gehe ich noch schnell, Einstellungen gehen auf Allgemein und gehen auf Tastatur. Weil da kann ich Sachen einstellen. Ich kann zum Beispiel Tastaturen gehen. Kann ich auf Tastatur hinzufügen. Dann kann ich die Sprache, die ich rede, da zufügen. Da hat es alles. Italienisch, Hindi, alles, alles. Damit ihr eure Sprachfehler frei sprechen könnt. Dann gehen wir nochmal bei Tastatur, wenn wir noch schauen. Diktierfunktionen aktivieren. Oder? Diktierfunktionen aktivieren, das tun wir jetzt mal rein. Das tue ich so raus, weil das mich zu tot nervt, wenn ich Schweizerdeutsch schreibe und dann immer Autokorrektur irgendeinen Müll zusammenschwätzt. Aber da ist es vielleicht noch praktisch. Gut, und wenn das drin ist, können wir jetzt schauen auf Notizen. Ja, mein Busi ist hässig, wird hässig. Und jetzt hat es da unten das Mikrofon. Zuunterst links 1, 2, 3, Mikrofon draufdrücken. Hallo zusammen. Wie geht es euch? Fragezeichen. Also, so funktioniert das. Ihr müsst ganz deutlich eine perfekte Sprache reden. Darum schaltet besser ein oder aus. Und eben dort ist die Tastatur und dann könnt ihr die Tastatur wechseln, könnt ihr auf Französisch hier, wo die Tastatur ist, oder auf Italienisch oder auf Hindi oder auf Arabisch oder auf Hebräisch oder was auch immer ihr möchtet. Gell? Gut, also und ich wünsche euch viel Erfolg. Probiert es aus. Ich möchte euch zeigen, wie man kann die Diktierfunktion einstellen auf einem Computer. Ihr könnt auf Einstellungen, dann geht ihr auf die Gang. Genau. Da könnt ihr Diktat einschalten, erweiterte Diktierfunktionen einschalten, die Sprache, da könnt ihr auch noch wechseln und die Sprache hinzufügen, je nachdem, was ihr für eine Sprache redet, weil es ist ganz wichtig, dass ihr ganz gut redet. Schweizerdeutsch geht nicht, ihr müsst Deutsch reden. Und dann ein Kurzbefehl, damit das Diktat überhaupt anfangen kann. Ich habe 7 genommen, zweimal 7 drücken. Zweimal muss man es drücken. Und dann kommt das Symbol. Schaut mal. Seht ihr? Zum Aufnehmen. Gut. Hallo. Ich möchte euch zeigen, dass wenn ich das Mikrofon, das Diktiermikrofon aktiviere, dann kriegt dann Player nicht, weil ich ja da das Mikrofon brauche zum Blabla machen. Darum zeige ich jetzt euch einfach noch, wie das funktioniert auf High Sierra. Das ist auch El Capitan, aber updated auf High Sierra, eins später. Und dort ist es ein bisschen anders, aber nicht viel. Da kann man auf Diktat gehen und schauen, was da kann man auf verschiedene Diktierbefehle eingeben, wenn man das will. Ich mache es anders, ich diktiere und tue dann den Text korrigieren. Sonst muss ich zu viel hin und her umschalten. Das ist mir zu kompliziert. Aber es ist sehr angenehm, zwischendurch mal einfach diktieren und stehen und nicht immer nur sitzen. Und nachher kann man es ja korrigieren. Es ist schon recht erleichternd. Gut, damit ich kann, auch noch schauen kann, ob alle Funktionen eingestellt sind. Muss ich auf die Tastatur gehen. Den Text links habe ich vorher diktiert und es ist super gegangen. Und da gehe ich jetzt bei Einstellungen auf die Tastatur bei High Sierra. Und da ist es auch so eingestellt wie beim anderen. Diktat ein, erweiterte Diktierfunktionen ein. Unter dem Dings Diktat. Also, probiert es aus. Es ist wahrscheinlich auch auf Catalina kann man diktieren. Vielleicht hat es dort noch mehr einfachere Funktionen. Auf jeden Fall ist es eine tolle Idee, wenn man
heisst, dass man kann da nonstop nicht nur drei Sätze, sondern auf dem Computer kann man ganz viele Sätze diktieren, weil es geht nicht über Apple, es geht nur über den Computer. Nimmt ihr das auf, auch nicht über Siri, sondern einfach so, über das Mikrofon. Viel Erfolg!